Zusammenfassend kann man sagen, WinWave Coaching ist dann ein gutes Instrument, wenn es zum Beispiel um die Regulation von Leistungsstress geht. Es sind also Stresserlebnisse da, sei es, man ist durch eine Prüfung gefallen oder eine Assessment Center Erfahrung, die unangenehm hängen geblieben ist. Dann lässt sich hier WinWave ganz gut verwenden, um solche Momente aus der Vergangenheit wieder zu lösen. Es geht auch wunderbar fürs Belief Coaching, also dann, wenn negative innere Einstellungen da sind. Sei es im Verkaufsbereich, wo Sie denken, oh, Verkauf wird immer schwieriger, immer schwerer. Oder auch, was glaube ich über mich als Führungskraft, was habe ich von Selbstverständnis. Da kann man wunderbar mit WinWave die Gehirnhälften stimulieren und damit auch neuen Zugang zu Themen bringen. Das ist eher so die Aufarbeitung von Negativen. Hier kommt jetzt auch so das Arbeiten mit der positiven Seite, nämlich WinWave zu nehmen, um Ressourcen, Fähigkeiten der einzelnen Kunden zu stärken, sodass der noch brillanter Zugang hat zu seinen Fähigkeiten und es gezielt einsetzen kann. Als Coach kannst du dich fragen, redest du noch oder winkst du schon?